Wenn ich auf meine eigenen Anfänge zurückgucke, dann war ich sehr jung, sehr unerfahren, sehr rebellisch. Ja, also das würde ich sagen über meine eigenen Anfänge. Aber nicht, dass ich irgendwas bereue. Ne? Also ich bereue keinen einzigen meiner Schritte, weil ich glaube, alles, was ich getan habe, sorgt am Ende dafür, dass ich heute hier der Mensch bin, der ich bin. Und ich bin sehr im Reinen und sehr zufrieden mit mir. Und deswegen gehört wahrscheinlich auch alles, was ich vorher getan habe, gehört einfach dazu, dass ich heute dieser Mensch bin und mich so wohlfühle. Hey, ich muss noch mal ganz kurz sicher gehen. Versteht ihr mich alle? Ach, und wenn nicht, ist auch scheißegal. Das ist jetzt mit, was ich jetzt schon wissen. Ich bin schon klar, wissen noch, was richtig ist. Ich hab den Kurs, wenn das so gut ist, wenn sie wissen, wenn ich mit wie ich mit meines MCs ist. Also, mag sein, dass das für viele Leute ein sehr großer Unterschied ist, der Sido von damals und der Sido von heute und so weiter. Ne? Ich fühle mich immer noch wie derselbe Mensch, der einfach ein bisschen erwachsener ist, Dinge anders sieht als früher. Ne? Auch Dinge hat, die ihm wichtig sind, um die er sich kümmern muss dementsprechend. Ne? Das hatte ich früher alles nicht. Ne? Deswegen, ich finde das alles voll normal. Ich finde das voll normal. Es ist natürlich krass, wenn du mich 20 Jahre lang beobachten kannst, ne? Und dann die Entwicklung so mitkriegst von draußen, ist, glaube ich, ist das manchmal schwer zu begreifen. Ich suche es, was wir tun, und ich geh ab los, was wir lachen. Ich bin altersvoll, Eltern, dich immer gemacht haben. Das hat mich geformt, die Zeit aus dem Block. Ne? Die hat mich dann doch zu dem gemacht, der ich heute bin. Die Ansichten, die ich von der Welt habe, wie ich über Dinge denke und so weiter, meine politische Einstellung und so weiter, das ist alles damals im Block entstanden und das habe ich bis heute. Ne? Und ich, das hat mich geformt und das macht mich zu dem, der ich bin. Ich schäme mich für keinen Song, für keinen einzigen. Die Leute wollen die Songs gerne hören, dann kriegen die auch. Ich schäme mich nicht für den Inhalt. Wenn ich mich für einen Song schäme, dann, dass der so schlecht gerappt war damals noch. Ne? Dass die Reime besser hätten sein können und so. Das aber nicht über die Sachen, die ich angesprochen habe. Das fand ich immer cool und ansprechenswert, bis heute noch. Ich schäme mich nicht. Ich glaube aber, dass ich heute so Lieder nicht mehr machen würde und wollen würde, könnte auch. Das gehört sich dann nicht für einen Familienvater, ganz einfach, das finde ich. Da habe ich auch die Werte für. Ne? Mir ist so Familie und das alles mir sehr wichtig und da gehört dann auch dazu, kein Idiot zu sein. Ne? Dieses Album muss man tatsächlich ein kleines bisschen abseits von meinen anderen Alben bewerten, ne? Weil das ist tatsächlich so ein Liebhaberalbum geworden. Ein Album, das ich wie früher gemacht habe, ohne mir einen Kopf zu machen. Da ist keine Single drauf, keine Radiosingle, sowas braucht ihr nicht erwarten. Also vielleicht gibt es einen Song, der hier und da mal im Radio laufen wird, aber es wird kein Hit dabei sein, à la Astronaut oder Bilder im Kopf. Das kann ich jetzt schon mal sagen, das weiß ich. Das war auch meine Intention. Ich wollte einfach ein Album machen, wo sich um sowas kein Kopf gemacht wird. Ne? Und ich glaube auch, das wird nicht so hoch in den Charts einsteigen. Ich werde wahrscheinlich auch nicht so viele Platten verkaufen, aber das ist für mich eine Herzensangelegenheit, dieses Album. Deswegen muss man das abseits von den anderen Alben bewerten, finde ich. Ne? Aber es ist sehr rough und sehr bodenständig. Ich würde es bodenständig nennen. Es ist ein bodenständiges Album.